aber natürlich auch kritische Meldungen, wo ich versuche zu interagieren und auf die Wissenschaftlichkeit der Informationen hinzuweisen und auch auf die Einschränkungen, die Wissenschaft mit sich bringt. Dinge, die wir heute wissen, können morgen schon wieder falsch sein, aber wir haben gewisse wissenschaftliche Standards, an die wir uns halten, wo wir unser Wissen vermitteln und eine Empfehlung für die eine oder andere Behandlung aussprechen, sei es die Impfung oder jetzt beispielsweise die antivirale Therapie, die mehr im Vordergrund getreten ist. Und dort, wo ich auch wirklich angegriffen werde, auf persönlicher Ebene, wo es nicht mehr um Inhalte geht, das lehne ich schlichtweg kategorisch ab. Diese Personen, mit denen trete ich auch nicht in Kontakt, die werden auf Twitter oder auf den sozialen Medien von mir schlichtweg ignoriert. Damit kann ich dann auch nichts mehr anfangen. Ich glaube, das wird uns allen so gehen, wo gar keine Sachdiskussion mehr möglich ist, sondern nur noch ein sich mehr oder weniger ergießen über alles, was schlecht ist, was aus der Medizin und aus der Wissenschaft kommt. Da finde ich auch leider keinen Dialog mehr.